Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und hier möchte ich euch das Infotainment-System im Fiat 500 ein bisschen detaillierter vorstellen. Ja, das ist also das System. Es tut mir leid, es hagelt gerade noch. Ich kann es aber nicht abstellen. Hier ist das Radio. Wir haben AM, FM und DAB zur Auswahl. Je nach Frequenzbereich habe ich hier oben dann unterschiedliche Favoriten. Einmal darauf achten. Das sind jetzt andere zu dem hier. Ich kann zudem das Ganze durchsuchen, entweder nach Genre, einfach nach allen oder nach abgespeicherten Sendern. Aber hier ist dann im Prinzip alle Sender, die das System gefunden hat, zu finden. Da über das X komme ich dann auch wieder zurück. Und ich habe hier noch den Bereich Audio. Da sind alle Einstellungen zum Audiobereich. Also einen Fader habe ich, einen dreistufigen Equalizer. Ich kann sagen, wie die Geschwindigkeit, die Lautstärke sich in Proportion zur Geschwindigkeit anhören soll. Loudness, Aux-In nutzen wir gerade, Autoplay, ob das automatisch startet, wenn ich ein USB-Device anschließe. Und ob das Radio beim Starten automatisch eingestellt wird oder nicht. Dann haben wir Medien. Wir haben ja hier einen USB-Anschluss zur Verfügung. Da ist jetzt gerade mein Telefon angeschlossen per Apple CarPlay. Hier kann ich einfach sagen, abspielen und so weiter. Das überspringe ich jetzt mal ganz kurz. Dann haben wir die Navigation. Rein- und rauszoomen hier über die Taste und ich kann dann auch nochmal die Richtung umstellen zwischen Nord- und Kartenansicht. Hier komme ich zum Menü, hier kann ich zum Beispiel meine Ziele eingeben. Ich möchte in die Werterstraße. Hier sieht man immer schon eine Art der Vervollständigung. Die Hausnummer ist die 42, die ich anfahren möchte. Und jetzt suche ich den Beitrag mir hier einfach aus, was Sie gefunden haben. Da wird mir das Ziel auch nochmal angezeigt. Ich drücke hier aufs rote Lenkrad und dann wird die Route berechnet. Ja, ich bin hier nur ein paar Meter davon entfernt, aber ich denke, man versteht es trotzdem. Dann nochmal los geht's und die Fahrt kann beginnen. Gut, um das Ganze jetzt abzubrechen, muss ich hier wieder auf diese Menütaste drücken. Aktuelle Route. Kann hier noch einen Routentyp löschen, gesperrte Straßen und so weiter. Was kommt hier noch? Einmal, dass ihr es gesehen habt. Ich sage aber Route löschen. Nochmal Navigation hier ins Menü rein. Neben Suchen meine Orte. Einen Parkplatz in der Nähe kann ich mir noch suchen. Und es gibt unterschiedliche TomTom-Dienste. Dafür brauche ich aber Internet. Und da müsste ich mein Telefon halt entsprechend verbinden. Hier habe ich noch Einstellungen. Erscheinungsbild kann ich zum Beispiel ändern und noch andere Sachen kann ich hier einstellen. Zu sehr in die Tiefe gehe ich nicht. Dann Uconnect, so nennt sich das System ja. Im Prinzip ist das hier die Startseite, wenn man das so will. Audio-Einstellungen habe ich euch gezeigt, Medien auch schon. In den Einstellungen waren wir noch nicht, da kann ich halt die Sprache auswählen. Zum Display diverse Sachen einstellen. Ich glaube sogar, das ist das erste Mal, dass ich hier tatsächlich mal so einen Ton aktivieren möchte, weil ich hier immer nicht weiß, ob ich wirklich geklickt habe oder nicht. Und hier kann man auch generelle Sachen anstellen. Automatische Türverriegelung und so weiter und so fort. Gut, können wir da wieder raus. Haben wir also Navigation haben wir abgebildet, Radio habe ich gezeigt, Apple CarPlay ist, denke ich, verständlich. Das wird hier in klein eingeblendet, also die Kurzwahltaste unten drunter bleibt. Hier kann ich dann entsprechend swipen. Die ganzen Apps sind auch da. Achso, die Einstellung hatten wir eben schon. Ein Kompass gibt es noch, wer den braucht. Dann der Trip-Computer, den ich ja hier auch im Cockpit schon habe, findet sich dann hier auch nochmal wieder. Mit den unterschiedlichen Verbräuchen. Dann gibt es noch EcoDrive. Da zeigt er mir im Prinzip an, wenn ich fahre, wie effizient ich bin. Er hinterlegt das dann hier immer mit unterschiedlichen Farben. Und das Ganze kann ich auch noch abspeichern, wenn ich denn möchte. Gut. Wieder zurück auf Uconnect. Und dann haben wir noch Uconnect Live. Ach, da war ich eben schon durch Zufall.
weiß eigentlich, wie ich da hingesprungen bin. Dafür brauche ich auf jeden Fall eine Internetverbindung. Wie gesagt, mein Telefon habe ich jetzt per USB schon verbunden gehabt. Jetzt versuchen wir das Ganze mal per Bluetooth zu verbinden. Gibt es in den Einstellungen Bereich Telefon Bluetooth, gekoppelte Telefone und Audiogeräte, Gerät hinzufügen. Starten Sie den Kopplungsvorgang. Ich habe jetzt hier auch, bin ich beim iPhone im Bluetooth-Dialog und er zeigt mir hier unten an Uconnect und so eine wilde Ziffernkombination. Ich sage koppeln und bestätige mit Ja. Erlaube auch das Importieren meiner Kontakte. Ist das mein bevorzugtes Gerät? Jawohl, ja. Und dann wird es gekoppelt und ich kann hier sogar wohl Siri ansprechen über die Sprachtaste am Lenkrad jetzt. Jetzt gehe ich mal in den Telefonbereich rein. Er zeigt mir hier an, wie viel ich habe. Und ich drücke jetzt tatsächlich mal die Siri-Taste. Rufe Jens Stratmann an. Jens Stratmann wird angerufen. iPhone-Nummer. Jo, hi, ich teste nur gerade die Freisprechanlage. Wie kannst du mich hören? Ja, das tut mir gut. Aber du stehst, oder? Ja, du stehst aber auch, oder? Ja, ich sitze gerade im Restaurant. Ach so, ja, noch besser. Von Jean-Pierre. Ja, denn guten Appetit, guten Hunger. Schöne Grüße an JP zurück und ich mach mal weiter hier, ne? Alles klar, bis bald. Jo, ciao. Ja, das hat ja erstaunlich gut geklappt. Leider hier kein Test während der Fahrt, aber ich meine, ich bin auch einmal mit Freisprechanlage gefahren, während ich hier unterwegs war und das hat auch ganz gut geklappt mit der Verbindung. Gut, und somit könnte ich jetzt auch nochmal auf Medien gehen. Hier sage ich, gibt mir jetzt Quelle, da wähle ich aus USB und dann spielt er hier meine Stücke ab vom iPhone. Ich wechsle nochmal eben auf Spotify. Läuft jetzt hier also Jan Delay. Er zeigt mir zwar kein Bild an, aber er kennt auch Titel, Album und ja, der wievielte Track das ist in der Playlist. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt jetzt einen ersten Eindruck bekommen, wie man hier was macht oder was auf euch zukommt, wenn ihr euch das Auto kauft. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.